Hi, ho, meine Freunde, und herzlich willkommen zur neuen Aufnahmesession von Game Dev Tycoon. Wir sind wieder an der Seite von Aigi Zuckerbär, der LPF Interactive Gründer. Der versucht seine Firma groß zu Weltruhm und Reichtum zu führen. Und wir werfen einen Blick kurz zurück über das oder auf das, was wir beim letzten Mal erreicht haben. Und dann will ich kurz die Panne erklären, die mir zwischen Folge 2 und 3 leider passiert ist. So, einmal die Game History. Wir haben uns beim letzten Mal schon sehr fleißig beteiligt. Also beim Spieleprogrammieren waren wir sehr fleißig. Wir haben Dr. Acula, es war einmal der Ölmogul, Lord Mordcafés Erbe, Abdi Luzi, den Wrestling Manager 80s, Cyrus und der Fluch der Müllhalde, sowie Smarty und Olympia programmiert. Olympia, unser neuestes Produkt, sage ich jetzt mal, ist momentan noch im Verkauf, Rang 14 aktuell, hat schon einen Profit von 180.000 uns gebracht. Wir sind bei 500.000 inzwischen angekommen und wir sehen im besten, oder anfangs war es sogar schon auf Platz 7 der Rangverkäufer, das heißt, es ist ein bisschen gefallen, aber das geht noch, das ist okay. Ja, ich habe eine kleine Panne beim letzten Mal gehabt, und zwar ist das passiert durch ein kleines Zeichen, was ich benutzt habe, genau hier. Und zwar dieses schöne Apostroph, die Taste, wo das Apostroph liegt, das ist leider die Taste, mit der ich meine Aufnahme starte oder beende, also die Videoaufnahme. Und ich war so im Spiel drinne, also die Immersion war so hoch für mich, dass ich völlig vergessen habe, dass das Drücken dieser Taste meine Aufnahme beendet oder wieder startet. Ich hatte Glück, dass ich etwa 10 Minuten später mit Wrestling Manager 80s halt nochmal auf diese Taste gedrückt habe. Und da habe ich die Aufnahme halt wieder begonnen, womit dann wieder 30 Minuten Aufnahme drin waren. Ansonsten hätten wir fast 45 Minuten ohne Videomaterial gehabt, weil ich einfach es verbockt habe. Das bedeutet für mich, in den weiteren Spielen, da ich die Taste nicht umlege, weil ich halt so drauf fixiert schon bin und es seit über 1,5 Jahren schon benutze, ich könnte mich wahrscheinlich nur sehr schwer wieder auf eine neue Taste umstellen, werde ich jetzt einfach dieses Zeichen nicht mehr benutzen in Spielenamen. Ich hoffe, das könnt ihr verstehen und ihr nehmt es mir nicht übel, aber so schlimm sollte das ja jetzt auch nicht sein. Unfassbar. 8,75 hat das uns und hat damals nur in Anführungszeichen 170.000 uns eingebracht. Aber wir hatten damals ja auch deutlich weniger Fans. Das ist ja jetzt auch schon fast 2 Ingame-Jahre her. So, Olympia ist noch dabei, verkauft zu werden. Jetzt müssen wir mal gucken, was können wir denn researchen. Wir könnten natürlich irgendwelche Engine-Dinge researchen, was gar nicht mal so schlecht wäre. Oder wir machen weitere Topics, damit ihr mehr Auswahl habt zur Möglichkeit, irgendwelche Spiele zu machen. Apropos, es gab auch 2 neue Vorschläge. Einmal eine Romans-Simulation. Romans haben wir ja, das heißt, die könnten wir eigentlich sogar in Angriff nehmen bei Gelegenheit. Und dann ein School-Adventure. Schule habe ich leider jetzt aber noch nicht. Das heißt, ja, eigentlich können wir mal researchen. Wir nehmen mal Postapokalyptik, researchen das und gehen dann gleich auch wieder darauf, irgendwelche Spiele zu forschen. Vielleicht direkt ein postapokalyptisches Spiel. Wir schauen mal. Ich habe mir auch ein paar kleine Ideen wieder aufnotiert, eigene Ideen. Ihr könnt euch aber gerne, und ich habe vergessen, den Ton einzustellen, mache ich sofort. So, Moment. Zack. Settings. Hier, den normalen Sound kann ich ja anlassen. Nur die Musik darf ich nicht anlassen. Die Musik wird oder war beim letzten Mal Videospielmusik oder an Videospielmusik angelehnte Musik von incompetech.com. Heute werde ich oder diesmal in dieser Aufnahmesession werden es andere Lieder sein. Ich weiß selbst noch nicht, was ich nehme, also mal schauen. Und ansonsten können wir den Rest eigentlich lassen. So, genau. Dann machen wir jetzt ein neues Spiel. Ich habe mir ja eigene Notizen gemacht, so Romans Simulation, möchte ich die schon umsetzen? Ich würde sagen, da warten wir noch ein bisschen, weil ich glaube, Moment, das kann ich ja mal ganz kurz nachgucken. Das Problem ist nämlich, wenn man immer wieder ähnliche Spiele macht, wenn man nicht genug Abwechslung macht, dann werden die Spiele langweilig und ich glaube, dann sind auch die Verkaufszahlen schlechter. Also gucken wir mal, wir hatten Casual, Action, Adventure,
Simulation, Strategie, RPG, Simulation, Adventure, Strategie. Okay, also Adventure und Strategie sind tatsächlich schon ein bisschen häufiger bei uns gewesen. Wir könnten mal wieder ein Rollenspiel machen. Und danach würde ich auf eine Simulation hinaus. Dann könnten wir vielleicht schon die Roman-Simulation nehmen. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal schauen. So, was hatten wir gesagt? Action, ne? Genau, wir wollen ein Action machen und das passt doch ganz formidabel mit dem Postapokalyptik, was ich gerade erforscht habe. Action-Spiele, wo laufen die gut? Ich könnte mir vorstellen, auf der Master V. Wollen wir die Lizenzkosten ausgeben? Naja gut, komm, machen wir mal. Wir haben es ja gerade. Unsere Nonak-LP-Engine nehmen wir dafür wieder. Und wir machen jetzt natürlich End of Days. End of Days, das klingt doch so typisch postapokalyptisch. Worum geht es in End of Days? Sich so spontan irgendwelche Storys immer auszudenken, ist gar nicht mal so easy. Nehmen wir mal die etwas bessere Grafik. Olympia ist vom Markt. Fast 300.000 haben wir damit eingenommen. Eigentlich gar nicht so schlecht. Das Geld kann aber ratzfatz auch wieder weg sein, wenn der Rest gleich ein bisschen doof ist. So, ich würde mal sagen, Story darf ein bisschen da sein, aber primär geht es eher um die Sachen. Und wir nehmen mal Speicherdateien. Sollen wir Speicherdateien? Speicherdateien. Lassen wir mal weg. Die 5.000 sparen wir uns. Ich hoffe, wir sparen nicht an der falschen Stelle. With the growing interest in video games, there is also a growing audience for video game magazines. These magazines offer a great new way for game developers to market their upcoming games. Oh, ich glaube, damit dürfen wir jetzt als nächstes Research Marketing, das heißt, wir können Werbung für unsere Spiele machen. Ist immer echt schwer abzuschätzen, wie das mit der Werbung gut ist. Ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe aber lange, lange nicht mehr so intensiv gespielt wie früher. Das heißt, ich muss da für mich so ein bisschen wieder das Mittelmaß finden. Ich würde mal sagen, die künstliche Intelligenz ist bei einem Actionspiel wichtiger, dass die Gegner halt nicht zu dumm sind, sondern auch herausfordernd. So, worin geht's in End of Days? Das Ende der Tage, so eine typische Armageddon-Situation. Da gibt es so Hunderttausende, dass da wirklich kreativ zu sein gar nicht mal so einfach ist. Da gibt es so diese typischen Situationen, ja, Virus. Das ist ein Actionspiel, ne? So eine Mad Max-Situation wäre doch cool, ne? So, die Welt ist vernichtet und quasi wir sind so ein Söldner, der an einer der wenigen, also die ganze Welt ist so ausgetrocknet, es gibt einzelne Oasen quasi nur noch auf der Welt, der Rest ist alles nur noch so Wüste, karges Ödland und so, und wir leben an einer dieser Oasen, sind ein Söldner, der quasi dort arbeitet und bezahlt wird, um die sicher zu halten vor Plünderern, damit die halt gedeihen kann, wo das Leben noch tatsächlich wachsen kann. Und quasi kommen dann einem Komplott auf die Spur, dass der Oasenleiter, der Boss, der Bürgermeister, wie auch immer man den jetzt nennen möchte, dass der mit irgendwelchen Banden in der Umgebung Machenschaften betreibt, um seine Macht zu stärken oder zu vergrößern. Ne, so dieses Szenario, irgendwie sowas. Also ich bin da jetzt gerade sehr, sehr unkreativ, ich weiß, aber es ist halt so ein Postapokalyptik-Ding. Das ist gar nicht mal so easy. Wir hätten auch Tears machen können, das wäre auch cool, oder? So, End of Days, Postapokalyptik, ja, okay. Dann schauen wir mal und warten mal, wie Tears End of Days jetzt ankommt. Man muss jetzt nur noch die Bugs entfernen. Ja, jetzt ist hier der Hinweis, wenn wir 1 Million, if you have more than 1 million in cash, you will be able to move to the next level. This might sound a lot, but don't worry. Once you release a hit game,
You will get to this amount easily. Und dann muss man aufpassen. Ich hatte letztens im privaten Spielen, habe ich auch wieder von vorn angefangen, da hatte ich ein Hitgame, wo ich dann 6 Millionen mal eben ratzfatz hatte. Und dann habe ich den Fehler gemacht, zu schnell Leute einzukaufen. Und meine 6 Millionen sind so weggefressen worden von den laufenden Kosten. Da muss man echt aufpassen. Da muss man auch langsam sich wirklich steigern. Man darf nicht zu gierig werden. Man darf nicht versuchen, zu schnell größer werden zu wollen. Aber das sehen wir alles. Industry News. Venner, creator of the Master V console, has announced the Venner Gear, a portable console to directly compete against the gaming from Nintendo. A spokesman for the company said, unlike similar devices on the market, which don't come close to gaming consoles, the Venner Gear has basically the full power of the Master V, except that you can take it with you. The Venner Gear also has a full color screen. So, da ist nämlich jetzt ein neuer Handheld, möchte ich mal sagen, auf den Markt gekommen, diese Venner Gear von Venner, genau, W. Ach, muss ich gleich nochmal gucken. Will this device topple the gambling? We will see. The Venner Gear will debut in... Heißt es Debut oder Debüt? In 2 months auf jeden Fall. Quasi das nächste portable Gerät ist rausgekommen, was eine immense Rechenleistung hatte. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Pendant das in der Realität war, aber ich weiß, dass dieses Gerät daran scheiterte, dass es Batterien gefressen hat wie sonst was. Also das Ding hat wohl Power ohne Ende geschluckt, weil es halt so leistungsstark war, aber die Leistung dann natürlich auch Energie forderte. Und, oh, neue Researches, simple Cutscenes, bessere Dialoge, einfache Cutscenes und eine offene Welt. So, dann machen wir jetzt hier noch den Game Report für die Master V und dann sehen wir mal, wie unser End of Days Spiel ankommt. Ja, die mochten es bei Star Games. Action Games funktionieren gut auf der Master V. Es ist ein gutes Spiel, sieht immerhin Game Hero so und nette Erfahrung, sagen All Games. Das heißt, nur die ist ein bisschen rausgeschlagen, sonst wäre das eigentlich wieder ein halbwegs vernünftiges Spiel. Und ich trinke mal einen Schluck. Mit Rang 28, aber nicht so hoch eingestiegen, wie ich gehofft hätte. So, der Game Report. Postapokalyptische Spiele und Action ist eine großartige Kombination. Und das World Design ist halt nicht sehr wichtig für diese Art von Spiel. Ich hatte das auch nur auf Mittel. Vielleicht war das trotzdem noch etwas zu hoch gewesen. Ich weiß nicht. So, was haben wir hier? Prison, Alternate History, UFO, Science Fiction. Das würde ich jetzt alles mal weglassen. Ich würde tatsächlich hier jetzt ein bisschen was reinstecken wollen. Wir machen mal Mono-Sound auf jeden Fall, forschen wir. Wir forschen jetzt ein bisschen. Ich würde nämlich gerne noch eine weitere Engine erforschen mit all den Sachen, die wir jetzt so gerade können. Today's a new game platform Venner Gear by Venner. Ja, okay, es war Venner, also Sega, has been released. Zumindest glaube ich, dass Venner hier für Sega stand. Was anderes würde mir halt einfach nicht einfallen, was das sein könnte. Ich will auf jeden Fall nochmal eine Engine, bevor wir die nächste Stufe erreichen haben, weil das gar nicht mal so unwichtig ist, eine vernünftige Engine mitzunehmen oder eine vernünftige Engine für den nächsten Abschnitt zu haben. Vor allem, weil Engines auch immer sehr teuer sind, gerade so in der Forschung oder in der Erforschung, um die Sachen dann zu haben. Da muss man mal ein bisschen schauen, was wir wie machen. So, wir haben jetzt Open World erforscht, dann erforschen wir jetzt nochmal einfache Cutscenes oder... Ne, wir machen mal Game Tutorials. Sind gar nicht mal so unwichtig. End of Days ist schon vom Markt wieder runter. Heidewitzke, das ging ja fix. Und wir haben 250.000 damit immerhin eingenommen. Aber wir sehen, wir sind immer noch nur so bei der 500.000. Das ist ein bisschen nicht so schee. Gut, dann researchen wir jetzt gleich nicht weiter, sondern wir machen doch das nächste Spiel. Das dann wieder ein Spiel von euch ist. In 2 Monaten wird der G64 vom Markt genommen.
Firma ist pleite, Commodore hat es nicht durchgehalten. Irgendwann war der einfach verdrängt, leider. So, und dieses Spiel ist eine Roman-Simulation, die erst vor kurzem vorgeschlagen wurde und ich hoffe, die kommt an. Simulation, die kommen auf dem PC ganz gut an. Also ich will jetzt keine andere Plattform austesten, weil wir brauchen Geld. Ich bin eigentlich ja schon so ein bisschen offen für rumexperimentieren, aber nicht hier, nicht heute. Und das Ganze ist Dr. D mit XD. Fragt mich nicht, was das für ein Name ist. Das ist von dem guten Zocki. Jetzt bin ich mir nur unschlüssig, ob es MI Zocki oder ML Zocki ist, der Name. Das darf er gerne in die Kommentare mal reinschreiben, damit ich korrigiert bin. Ich wollte ihn noch nachfragen, wie es korrekt heißt und hab's völlig verplant, ich Esel. Es tut mir leid, Zocki. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ach ja, genau. Übrigens, in der letzten Aufnahmesession, wer vielleicht mal in die Videobeschreibung reingeguckt hat, hat's gesehen. Die Leute, die als, oder deren Spiel ich umgesetzt habe, die ich in irgendeiner Form erwähnt habe, durch Community-Projekte wie El Tono und Aigi oder die für die Engine benutzt wurde, alle, die so erwähnt wurden, die habe ich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Also schaut ruhig rein, da findet ihr diese ganzen Anspielungen oder die ganzen Erwähnungen von mir, die packe ich da alle rein, damit ihr euch da auch selbst mal so ein bisschen umschauen könnt und ein eigenes Bild machen könnt, sei es das The Movies-Projekt. Das The Movies-Projekt wollten wir ja auch noch umsetzen. Das ist ja auch eine Simulation. Aha, haben wir denn eigentlich das Genre schon? Da müssen wir gleich mal reinschauen. So, jetzt machen wir hier Dr. D mit XD. Die Romanzensimulation. Die handelt nämlich davon, dass der Professor Doktor von und zu Doktor Professor Maxi Zocki. Maxi ist übrigens auch ein anderer, der mit Zocki recht gerne in dem Forum, nämlich im Chat unterwegs ist. Deshalb packe ich den hier mit rein. Der sei jetzt einfach mal mit erwähnt. Die mache ich jetzt zu einer Person. Das sind nämlich die Charmeure des Forums. Mehr oder weniger.